die dritte Generation des Desk Mini jetzt endlich mit AMD-Support. Und was hier ASRock in dem kleinen Formfaktor umgesetzt hat, zeigt wieder einmal, was die Stärke von ASRock ist. Und das ist einfach... Moin Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Runde GAX TV. Und ja, ich habe schon in den Kommentaren so oft gelesen, wow GAX, hast du mitbekommen, das ASRock Desk Mini ist jetzt endlich für Ryzen da. Das A300 ist auf dem Markt, man kann es kaufen. Willst du dazu Content bringen? Wann kommt das Video? Und ja, jetzt ist es da. Ja, wir haben das ASRock Desk Mini A300 hier. Das Ganze ist in der überarbeiteten Variante eben für Ryzen, AMD und den AM4-Sockel, ja, kompatibel. Und dementsprechend werde ich auch für euch hier ein kleines, schickes Bild mitmachen mit dem Ryzen 2400G, dem aktuell besten APU-Konzept, das man in diesem System hier sozusagen unterbringen kann, mit 65 Watt. Ist das Ganze schon wirklich ein echt performantes System dafür, dass das Ganze unter 2 Liter groß ist? Muss man sich erstmal vor Augen führen. So, aber was viel spannender ist, ja, im Moment ist der 2400G die beste CPU, die in dem A300 untergebracht werden kann. Das wird sich aber im Juni, ja, wenn wir den 7.7. haben, also der Tag, an dem die 7 Nanometer Ryzens auf den Markt kommen werden, ändern. Denn zusätzlich zu den ganzen 3000er CPUs, die AMD dann veröffentlichen wird, gibt es 2 bereits geleakte APUs, und zwar den 3300G und den 3600G. Der Ryzen 3, also 3300G, wird ein 6-Kerner mit 12 Threads sein, also theoretisch ein 8700K, ja, mit APU. Also mit wirklich leistungsstarker integrierter Grafikeinheit. Und der Ryzen 5, der 3600G, wird ein 8-Kerner mit 16 Threads sein. Also rein theoretisch, wenn wir mal davon ausgehen können, dass das Teil 5 GHz in OC packt, ja, einen 9900K, ja, im Schafspelz. Also was da AMD alles auf den Markt werfen wird und wie es vor allem die Hardware-Szene komplett auf den Kopf stellen wird, werden wir dann sehen. Aber zum heutigen Zeitpunkt ist eben der 2400G die leistungsstärkste CPU, die hier in diesem System untergebracht werden kann. Ich habe den 2400G bereits in mehreren Konzepten euch vorgestellt. Ich habe das Ding geköpft, also gedealedet und mit Flüssigmetall ausgestattet, euch so ein bisschen gezeigt, was für Temperaturen man damit rausholen kann. Ich packe das Ganze mal in die Infobox rein, wenn euch interessiert, wie man den 2400G oder den 2200G, also die derzeit aktuellen Ryzen APUs, köpfen kann und dann entsprechend mit Flüssigmetall ausstatten kann. Denn diese 2 CPUs sind eben die derzeit einzigen AMD Ryzen Chips, die nicht verlötet sind. Dementsprechend macht es wirklich Sinn, eben die Wärmeleitpaste auszutauschen, vor allem wenn man dann den 2400G nicht nur von der CPU selbst, die sich ohne Probleme auf 4 GHz übertakten lässt in den meisten Fällen, sondern auch von der APU, also von der Grafik, ja, übertakten lässt. Und dort lässt sich dann natürlich mit geringeren Temperaturen ordentlich viel Performance rausholen. Rein theoretisch würde dieses System hier auch, also in dem Desk Mini, davon profitieren, Flüssigmetall zu verwenden. Aber wenn man sich überlegt, okay, wir haben ein sehr, sehr kompaktes System, wenn man das Ganze mit dem Fokus darauf umsetzen möchte, eben für unterwegs einen Travel-PC zu haben, dann ist Flüssigmetall vielleicht nicht die beste Idee. Also wenn man das Ding in den Rucksack schmeißen möchte und einfach set and forget sozusagen, einfach sich keine Gedanken darüber machen möchte, was mit dem System los ist, dann ist Wärmeleitpaste da einfach die sichere Alternative und in meinen Augen auch für das Konzept jetzt etwas interessanter, denn der Chipset A300 ist eben nicht übertaktbar. Das heißt, der Ryzen 2400G wird im Stock laufen, also ganz normal im Turbo-Takt rauf und runter takten, so wie das Ganze von AMD gewollt ist. Da standardmäßig der Boxkühler vom 2400G zu hoch ist, um in dem A300 umgesetzt zu werden, packt ASRock selbst einen eigenen Kühler hier mit in diese Box mit rein. Also das ist auch wirklich was ganz Neues, was hier das A300 ganz besonders macht. Aber dieser Kühler ist eben für etwas schwächere APUs gedacht. Er wird auch mit der 2400G-Variante hier funktionieren, aber wir wollen auch ein möglichst leises System haben und dementsprechend greifen wir hier auf den Custom Noctua-Kühler zurück, und zwar den NHL9A, und zwar in der AM4-Variante, also AM4. Für Ryzen, ganz normal. Ich muss mich so ein bisschen dran gewöhnen. Ich werde immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass ich die Namen doch entsprechend deutsch aussprechen soll. Also für mich ist es ein NHL 9A, aber ihr habt den deutschen Namen gehört.
Dementsprechend möchte ich hier bitte keine Kritiker. Alles klar. Für den Speicher werden wir die Western Digital WD Black verwenden, und zwar mit 1 TB. Das Ganze spielt aber keine Rolle, ja, denn das Desk Mini selbst kann 2 M.2 SSDs verbaut haben. Das ist eine Neuerung an dem Desk Mini A300. Das vorherige konnte lediglich eine verbauen, und zusätzlich können noch bis zu 2 SATA SSDs untergebracht werden, was dementsprechend, ja, 4 Optionen bietet und einfach genug Spielraum lässt, was jetzt tatsächlich Speicher angeht. 500 GB bei einer NVMe M.2 SSD wären um die 100 Euro, ja, 100 bis 110 Euro, je nachdem, was für ein Modell ihr verwenden wollt. Und zu guter Letzt habe ich mir hier für den Test 2x 8 GB Sticks von HyperX besorgt, und zwar die Impact Series. Das sind die derzeit schnellsten bestätigten Arbeitsspeicher für das ASRock Desk Mini A300, und zwar laufen die eben auf dem AMD-Standard mit 2933 MHz nativ. Der Speicher liegt derzeit bei knapp 100 Euro, für 16 GB wirklich ein schöner Deal. Gibt es auch in einer 32 GB Ausführung, also entsprechend kann man dort je nach Anwendungsbereich wirklich das Beste aus dem A300 rausholen. Ja, ich werde auf jeden Fall gleich mal ein kleines Unboxing ranfügen. Wie bereits gesagt, erstmal ein kleiner Überblick für euch. Und ich hoffe, ihr freut euch auf jeden Fall auf das A300. Ich mich auf jeden Fall. Ich bin schon enorm gespannt, die Box jetzt aufmachen zu dürfen. Denn ich habe echt enorm lange mit dem Unboxing gewartet. Ich habe das A300 einen Tag vor meinem Urlaub bekommen. Und dann bin ich nach Österreich gefahren, war eine Woche weg. Und danach hatte ich erstmal ein bisschen privat ein paar Sachen zu erledigen. Dementsprechend lag das Ganze bei mir einfach im Schrank rum. Ich habe schon die ganzen Videos online auf YouTube aufploppen sehen und dachte mir so: Top, hast du gut gemacht. Die Zeit wieder gut abgewartet, aber nichtsdestotrotz kommt jetzt mein Video dazu, ja? Dann sieht man schon, was uns hier erwartet. Ein richtig großes Heatsink auf dem VRAM-Stack, auf unseren Stromwandlern. Das Ganze sieht sehr, sehr schick aus. Also hier hat ASRock wirklich von Grund auf, ja, das Board umgestaltet. Wir haben eben einen enorm großen Sockel vor uns, ja, den AM4-Sockel von der Plattform. Das Ding ist nicht klein, und das war auch eben einer der großen Schwierigkeiten, das Board hier überhaupt so umzusetzen, dass es eben mit 2 SODIMM-Sticks hier auf so einer kleinen Platine im STX-Formfaktor überhaupt Platz finden kann. Mit insgesamt 5 Chokes, die uns hier entgegengestreckt werden, sieht das Ganze auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus und entsprechend auch für den 2400G ausgelegt. Denn ASRock hat bereits damals, bevor dieses Board überhaupt rausgekommen ist, eine Umfrage gestartet, wo eben das Ergebnis war: Der 2400G ist die CPU, die in diesem System hier untergebracht werden soll, von einem Großteil der User. Und dementsprechend hat ASRock auch dieses Board so designt, dass es eben auf den 2400G ausgelegt ist. Dementsprechend sind diese Stromwandler hier auf eine 65 Watt CPU ausgelegt und dürften dann auch in der Zukunft auf 7 Nanometer Basis für den 3300G ohne Probleme umsetzbar sein. Für den Arbeitsspeicher haben wir hier auf jeden Fall die 2 besagten SODIMM-Slots mit einem Support bis 2933 MHz. Hier einmal einen M.2-Slot für eine Wi-Fi-Karte. Also hier lässt sich eben unsere WLAN-Karte mit unterbringen, die es auch vorher gab.
die lag bloß das letzte Mal, ja, in dem anderen Desk Mini hier unten und hier war der Arbeitsspeicher. Dadurch, dass der Sockel aber so groß ist, wurde der hier eben seitlich montiert und hier oben rechts wurden dann eben das Wi-Fi-Modul und der M.2-Slot für unsere NVMe-SSD hier nach oben versetzt. Das Ganze ist soweit kein Problem. Wir haben hier unten links zweimal 4-Pin-Header für Lüfter, ja, zwei ganz normale 4-Pin-Header. Und ansonsten ist das Ganze hier, ja, wie jedes STX-Board, relativ klein und schnucklig daherkommt. Und was mich übrigens sehr, sehr freut, ist natürlich die Tatsache, dass der Sockel von AM4 deutlich stabiler ist. Ja, das heißt, die PCB scheint hier auch schon deutlich robuster zu sein, ja, vor allem von der Rückseite, sodass selbst wenn wir einen Custom-Lüfter verwenden werden, das Ganze sich nicht verbiegen wird, so wie bei den Intel-CPUs und dann zu sehr schnell auftretenden Defekten kommen kann. Das wird hier nicht der Fall sein. Hier werden wir ohne Probleme unseren Noctua-Kühler unterbringen können. Und wir schauen uns jetzt noch ganz schnell die Rückseite an und dann wäre es das auch soweit hier zu dem kleinen schnuckligen Board, bevor wir dann im nächsten Video die Hardware unterbringen werden. Wie beim vorherigen Desk Mini auch, zweimal 2,5 SATA-Steckplätze für SSDs sind hier eben auf der Rückseite immer noch möglich. Das ist eines der genialsten Feature überhaupt. In so einem Formfaktor eben zwei SATA-SSDs und jetzt zusätzlich zwei M.2s unterbringen zu können, ist natürlich genial. Also wenn man sich ausrechnet, wie viel Storage man hier theoretisch haben könnte, ist das wirklich beeindruckend. Und jetzt kommen wir auch schon zum Board. Die Vorderseite hatten wir gerade eben so ein bisschen durchgegangen. Jetzt hier nochmal in der Nahaufnahme. Wir werden uns gleich hier das Heatsink einmal vorknüpfen und anschauen, wie es da drunter ausschaut. Aber auf jeden Fall sieht das Ganze richtig schön aus. Also ein richtig großes Aluminium-Heatsink mit richtig schönen Finnen. Also das Ding sieht wirklich genial aus. Wenn wir dann entsprechend einen Low-Profile-Kühler hier auf die CPU montieren werden, ist das Ganze durch diese großen Finnen gar kein Hindernis, sondern wird einfach den Airflow hier komplett ausnutzen können, um eben die VRAMs eben entsprechend zu kühlen. So, wie bereits gesagt, die Rückseite, ihr seht jetzt, wie groß der Sockel ist, ja, ist eben mit der Backplate von AMD hier so ausgeliefert und auch die Noctua Backplate ist genauso groß und ebenfalls aus Metall. Dementsprechend wird hier enorm viel Stabilität in die PCB selbst mit eingebracht. Hier sind unsere Koaxial-SATA-Ports, an denen dann unsere SSDs angeschlossen werden können. Und eben die Besonderheit auf der Rückseite, eine zusätzliche M.2, ist wirklich ein krasses Konzept hier, was ASRock umgesetzt hat, dass hier eben diese zwei M.2s zu den zusätzlichen zwei SATA-SSDs ermöglicht werden. Hier unsere CMOS-Batterie eben an der Stelle einmal hinten schön sparsam vom Platz untergebracht. Und ja, wir können hier mal in die Nahaufnahme reingehen. Das sind übrigens die zwei Schrauben, die wir gleich lösen werden, um eben das Heatsink zu lösen. Hier sogar zwei MOSFETs ausgelassen. Das ist wirklich interessant. Also wieso das hier gemacht wurde an der Stelle, kann ich nicht sagen. Aber rein theoretisch wäre hier ein ASRock Desk Mini mit 8 MOSFETs möglich. Also wir haben hier die A300M STX Variante vor uns. Ich gehe aber ganz, ganz stark davon aus, dass wir über einen BIOS Update entsprechend auf 7 Nanometer Basis Ryzen CPUs in der Zukunft unterstützen können. Aber dass hier ursprünglich zwei weitere MOSFETs untergebracht werden sollten, macht mich ein bisschen stutzig. Also
Kommt da noch was oder wurde das einfach im Nachhinein aus ökonomischen Gründen einfach eingespart, weil es nicht notwendig war? So, das war jetzt die PCB. Die MOSFETs habt ihr hoffentlich lesen können. Ich werde auf jeden Fall mal nachschauen, was ich dazu finde. Also ob ich ein entsprechendes Specsheet finde, dass ich euch das Ganze an der Stelle einblenden kann. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal enorm begeistert, was hier die neue PCB vom A300M STX von ASRock angeht. Also wirklich in meinen Augen die beste Revision vom Desk Mini. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Ja, wir haben ja schließlich jetzt die dritte Generation des Desk Mini, jetzt endlich mit AMD-Support. Und was hier ASRock in dem kleinen Formfaktor umgesetzt hat, zeigt wieder einmal, was die Stärke von ASRock ist. Und das ist einfach SFF, also Small Form Factor. Man muss einfach sich zugestehen, was das alles einem ermöglicht. Man kann es zu Hause als Media-PC irgendwo verstecken, ohne dass es auffällt. Man kann es hinter seinem Monitor über die Weserhalterung montieren. Man kann es in seinen Rucksack reinschmeißen und mit in die Uni nehmen oder auf den Arbeitsplatz. Oder eben das Ganze als kleine Konsole behandeln und darauf ein bisschen zocken. All das kann man hier mit Ryzen und den APUs machen. Und dementsprechend bin ich enorm begeistert, dass ASRock endlich ein AM4-Board im STX-Formfaktor rausgebracht hat. Und ja, ich wechsle jetzt einmal die Perspektive. Und das gesamte Konzept, das jetzt hier steht, wenn wir die 1TB M.2 SSD gegen eine 500GB SATA SSD tauschen würden, liegt mit Windows 10 Key, ja, ihr wisst Bescheid, bei 500 Euro, ja. Auf den Cent, wirklich ein Hammerpreis-Leistungsverhältnis für einen Vierkerner mit 8 Threads, 16 GB Arbeitsspeicher, eine vernünftige Custom-Kühlung, die an der Stelle, sagen wir, überflüssig ist, denn es würde auch ohne funktionieren, aber in meinen Augen, was die Performance einfach angeht, im Turbotakt mit dem Ryzen 2400G am meisten Sinn macht. Denn die CPU lässt sich vom BIOS her nicht übertakten, zumindest gehe ich mal stark davon aus, denn wir haben hier einen A300-Chipsatz. Aber was man übertakten kann, ist selbstverständlich die Grafik, die interne Grafik. Und das ist natürlich viel interessanter für die meisten und wird dann entsprechend auch die Temperaturen etwas höher treiben. Und daher ist hier so ein kleiner Premium-Kühler in dem Formfaktor wirklich sehr zu empfehlen. Das Intel-Äquivalent, also den NHL9i mit einem i, habe ich bereits in dem vorherigen Desk Mini verbaut gehabt und getestet. Und zwar war das Desk Mini 310 und das vorherige Modell, das Desk Mini 110. Beide Varianten hatte ich auf meinem Kanal vorgestellt. Beide Varianten hatte ich eben mit dem Noctua-Kühler ausgestattet gehabt und ich war enorm überzeugt von dem Konzept. Und da wir eben hier drei verschiedene Kühleroptionen haben, ja, einmal den Noctua-Kühler, den standardmäßigen Boxlüfter, der nicht in das Gehäuse reinpasst, ja, und den sich im Lieferumfang befindenden ASRock-Kühler, ja, haben wir drei Varianten. Und mich würde auf jeden Fall interessieren, wie so die Temperaturen bei allen dreien ausfallen und was man dann entsprechend sozusagen von dem Noctua-Kühler erwarten kann, wenn man das Ganze in dem A300 unterbringt. Und dementsprechend habe ich mir für euch hier ein Schallpegel-Messgerät besorgt. Damit lässt sich die dB-Lautstärke auslesen. Und das von einem Wert von 30 bis 130 dB. Ich hoffe mal, dass wir hier über die 30 dB überhaupt rüberkommen werden. Ich denke mal, dass wir nur im Load so eine Lautstärke erreichen werden. Also ich hätte mir gewünscht gehabt, dass das Ding ein bisschen niedriger vom Schallpegel runtergeht. Aber zu meinen Testzwecken war das einfach eine richtig schön günstige Option, um eine zusätzliche Variable mit in meine Tests mit einzubinden. Und ja, das wird, denke ich, ein gesondertes Video sein, wo ich einfach einen Testdurchlauf mache mit 100% Load, die Temperaturen vergleichen werde und eben auch die Lautstärke. Also Leute, ich hoffe, das Ganze wird euch auf jeden Fall interessieren. Ich habe euch erstmal so ein bisschen meine Pläne zu dem ASRock A300 so ein bisschen offenbart. Ja, das ist das, was ich damit vorhabe. Das ist das, wieso ich dieses System so sehr feiere. Ja? Denn das Konzept rundum für 500 Euro ist einfach unschlagbar von der Preis-Leistung, kann man nicht anders sagen. Und ist in meinen Augen wirklich für jeden, der nicht unbedingt die beste Performance haben möchte, sondern wirklich ein kleines, aber funktionelles System sich aufbauen möchte, in meinen Augen wirklich die schönste Lösung. Und dann war es das erstmal zu dem heutigen Video. Ich meine, die ASRock Desk Mini-Serie zum 310 ist abgegangen wie eine Rakete. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Videos dazu gemacht und alle sind fast bei den 10.000 Views angekommen. Ob wir die 10.000 hier mit diesem Video auch knacken können,
ist ganz von euch abhängig. Von daher möchte ich mich jetzt an der Stelle von euch verabschieden. Wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde GaxTV. Bis dahin, wie jedes Mal, Gaming Fitness, that's you see on GaxTV.